Minecraft, herzlich willkommen zur nächsten Folge Sky Factory 256. Warum habe ich hier einen Lag? Hallo? Mein Launcher hängt. Och nö. Was ist denn da los? So, keine Ahnung, was los war, aber der Launcher ist wieder da. So, guck mal hier. Wir haben 350 Millionen Elf. Schon wieder ein Leck. Hallo? Was soll denn das? So viele Mobs habe ich doch gar nicht unten drin. So, wir wollen heute da oben eine zweite Plattform einbauen. Wollte ich gerade mal gucken, was wir da einen Stein haben. Stone Bricks. Und ich möchte das auch so weit optimieren, dass wir dort Fans reinstellen. Ich weiß nicht, Ocam hat ein Update gemacht. Vielleicht liegt es daran. Es leckt schon wieder. Und jetzt ist auch der Launcher. Also ist Minecraft wohl abgekackt. So, einen Reboot später sind wir wieder da. Mal gucken, wie lange. Was ist denn das? Ah. Das ist gut. So. Kann man nämlich gleich essen. Schön. Gut, also wir wollen oben eine Etage Monsterfalle dazu bauen und auch gleichzeitig mal gucken, sind noch ein bisschen Zeug loswerden und auch gleichzeitig etwas umbauen, dass wir da Fans rein wollen. Und deshalb haben wir hier schon das Rezept. Eisen, Eisenstangen. Eisen haben wir natürlich keins da. So. Dann sollten wir mal unten Licht machen. Wir brauchen auch noch von diesen Lampen. Ich muss gerade mal gucken, ob wir dafür noch welche haben. Natürlich nicht. Mal hier ein bisschen Essen mit. Lampen, Red Alloy Wire brauchen wir. Redstone und Eisen. So, Moment, Steine noch. Ich weiß gar nicht, wie viele Etagen wir runter müssen. Aber ich glaube, ich muss über die Versorgungsebene. Ja, hier. Und irgendwo haben wir hier schon mal ein Loch gegraben. Aua. So, tschüss, tschüss. Eieiei. Hier sind aber viele Fledermäuse unterwegs. Okay, gut. Gute ist, wir kriegen hier gleich Cleanstone raus. Können wir dann eigentlich gleich wieder vercraften.
So, ich möchte nämlich genauso wie Mephisto auch die Monsterfalle so umbauen, dass wir auch Endermans hier schlachten können, beziehungsweise farmen. Das Problem ist, Endermans haben Angst vor Wasser und durch das Wasser hier drin funktioniert es halt nicht. Weil die sich natürlich dann wegporten, sobald die hier in den Wasserstrudel gehen. Und dadurch fallen die natürlich auch nicht nach unten. Und deshalb kriegen wir auch keine Endermans hier in unsere Farm rein. Oder keine Enderperlen unten raus. Das ist eigentlich das viel Wichtigere. Ihr nervt mich. Geht sterben. So. Wo kommen die ganzen Fledermäuse her? Oh, jetzt ist Ruhe. So, die heißen White Cage Lamb. Bin ich gerade am Überlegen, ob wir hier nicht eine Lage ausbauen. Achso, warte, ich habe doch hier noch. Ach, der Bilderswand ist mal wieder kaputt. Keinen mehr, so wie es aussieht. Dann basteln wir uns schnell ein. Dann können wir auch noch ein bisschen Stein holen. So. Seht ihr hier? Das habe ich mich nämlich gerade gefragt. Ah, und hier ist es auch immer mit den Zombies. Hey, manchmal schreit da einer rum. So, lass mich mal kurz zählen. Wir haben hier drei hoch. Aber eigentlich hier noch eins hin. So, und wir sollten hier gleich mal ein paar Fackeln aufstellen. Das vergesse ich gerne.
Ja, doch, das passt eigentlich. Wenn da drüben gleich noch eine Wand einzieht, das ist ja ideal. So. Ja, weil wir haben dann die doppelte Menge an Mobs, die spawnen kann. Also die doppelte Fläche. Dann kriegen wir hoffentlich auch Enderperlen, ohne dass wir dauernd ins End müssen. Ja, wird eine langweilige Baufolge, glaube ich, heute mal. So, jetzt Fans. Ich weiß nicht, wie die funktionieren. Bauen die ein Redstone-Signal? Brauchen die wirklich ein Redstone-Signal? Muss ich da jetzt an jeden Fan so einen doofen Lever dran machen? Aua! Wo kommst du denn her, bitte? Warum ist hier dunkel? So. Plastiks. Wir machen mal noch ein paar Fans hier. Eisen. Lever habe ich gemacht? Nein. Warum habe ich kein, Dings da dabei? Cobblestone. Ich hasse eigentlich Chisel. So, Lever. Das
ist aber nicht furchtbar weit. Was ist, wenn ich hier stehe? Das ist ja doof. Also für dieses System muss ich mir etwas einfallen lassen. Ich weiß allerdings noch nicht was. Ich werde mir das bis zur nächsten Folge überlegen und dann hier einbauen. Theoretisch so. So, jetzt ist der auch weggeblockt. Ja, so scheint es zu funktionieren, wenn ich jetzt hier stehe. Werde ich in die Richtung gepustet. So funktioniert das. Es sind zwar viele Ventilatoren. Aber die kosten ja auch kaum was. Kosten ein bisschen Eisen, wovon wir genug haben. So, wo geht's nach oben?
Euro. Boah, sind die stark, wenn die auf der richtigen Höhe stehen. So, das war's von der Monsterfalle. Ich gehe mal gerade noch gucken, ob das wirklich funktioniert. Ja, scheint so. Also gerade sind es zwei Skelette gespawnt, die sind gleich nach unten gefallen. Das heißt, dasselbe Ding, das hebt hier auch noch. Die sind hier auch noch aktiv. Ist ja übelst geil. Dann müssen wir nur eigentlich die Ecken zumachen. Beziehungsweise an den Stellen, wo wir halt hier auch nicht mehr. Okay. Dann machen wir hier was hin. Hier kommt einer hin. Die Ecken kommen komplett zu, damit da nicht einer, wenn ich da jetzt in der Ecke stehe, passiert mir eben nichts. Hier werde ich reingetrieben, das ist auch nicht sinnvoll. Wir machen es einfach anders. Wir bauen hier unten genau das gleiche hin wie oben. Dann ist nämlich sicher. Aus. Ja, sonst kann es sein, dass irgendwo welche stehen bleiben. Und das sollen sie ja nicht machen. Da hinten fehlt noch ein Lever. Gut. Dann machen wir hier nicht. Hier gehen wir, warte mal, mit dem Zeug hier noch nach unten. Ich bin gerade überlegen, ich glaube, ich muss eigentlich hier nochmal eine Reihe von denen unten drunter setzen, weil die Deckenhöhe zu niedrig ist. Es wird leider doch eine etwas längere Folge wie geplant. Da muss ich eigentlich zwei Reihen weiter runter. Das ärgert mich jetzt ein bisschen. Gut, also bis zur nächsten Folge werde ich das hier wohl fertig bauen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, Minecraft.